pünktlich und ganz schön laut. Ja, wie immer vorab die Frage, gibt es irgendwas Organisatorisches, irgendwelche Fragen Ihrerseits? Ich weiß, ich habe eine Anfrage bekommen von einer Kommilitonin und die hat sich irgendwie ein bisschen darüber aufgeregt, dass in den Tutorien zu lange an den Aufgaben, an der Aufgabenvorbereitung gesessen wird. Und zu wenig Zeit für die Diskussion der eigentlichen Lösungen war. Im Endeffekt überlasse ich das den einzelnen Tutoren, wie sie das handhaben möchten. Wenn sie in ihrer Gruppe das Gefühl haben, das könnte irgendwie anders sein, dann würde ich sie bitten, das mit dem jeweiligen Tutor zu besprechen. Also ich weiß zum Beispiel bei Frau Säunig, die macht es typischerweise so, dass bis zu 45 Minuten sind Zeit für Vorbereitung, weil ja doch nicht alle vorbereitet kommen. Und die vorbereitet kommen, das ist nicht umsonst. Sie müssen einfach nur darauf achten, dass sie halt sich in Gruppen zusammensetzen, wo nicht alle schon was vorbereitet haben. Ne? Klar, es kann nicht der Zweck sein, dass sie es vorher vorbereitet haben, nur damit jemand anders dann ihre Lösung abschreibt während des Tutorials. Aber sie können natürlich hilfreiche Tipps geben und einfach ihre Ideen einbringen. Gibt es sonst noch Ihrerseits Fragen? Ich weiß, die zweite Vorlesung letzte Woche war ein bisschen spät. Das können wir jetzt nicht ändern. Ich versuche diese Woche die zweite Vorlesung heute direkt im Anschluss schon aufzunehmen, damit Sie mehr Zeit haben, sich vorzubereiten. Ja, aber bis zum dritten Blatt ist es ja noch ein bisschen hin. So, wenn es dann von Ihrer Seite keine Fragen gibt, steigen wir ein. Wir sind im Thema Vertragsrecht. In der letzten Sitzung haben wir uns damit beschäftigt, wie es ist, wenn Schäden vollständig vermeidbar sind, wenn also durch Sorgfaltsmaßnahmen noch leiser. So. Bisher haben wir angenommen, dass Schäden immer komplett vermieden werden können durch Sorgfaltsmaßnahmen. Und da haben wir dann vertragliche Mechanismen gefunden und das Least-Cost-Avoider-Prinzip abgeleitet. Das besagt, dass eine Haftungsregel im Vertrag eben die Haftung der Partei aufbürden sollte. Aufbürden sollte, die den Schaden billiger verhindern kann. Okay? Und heute schauen wir uns an, wie es denn ist, wenn die Schäden nur unvollständig vermieden werden können. Hallo. So, und das ist ja auch eine realistische Annahme, denn ja, in der Realität können wir nicht alle Schäden vermeiden, nur egal wie sorgfältig wir sind. Besonders Eltern lernen das irgendwann, dass man nicht alle Schäden vermeiden kann, egal wie sorgfältig man ist. So, und die Frage ist dann, wenn die Parteien also Sorgfaltskosten ergreifen können, damit aber den Erwartungswert des Schadens nicht auf Null senken können, wie könnten dann vertragliche Lösungen aussehen? Grundsätzlich ist das eine Situation, die wir in der ökonomischen Analyse des Deliktsrechts schon kennengelernt haben. Auch da hatten wir ja schon besprochen, wie es ist, wenn die Schäden nicht ganz vermieden werden können, sondern einfach nur der Erwartungswert gesenkt werden kann. Und dann geht es aus ökonomischer Sicht den Parteien darum, die Gesamtkosten zu minimieren. Und die Gesamtkosten sind, wie gehabt, die eigenen Sorgfaltskosten plus erwartete Schäden. Okay, diese Summe soll minimiert werden und das gilt jetzt auch hier. Und das haben wir in der ökonomischen Analyse des Deliktsrechts schon ausführlich behandelt. Konkret wissen wir ja, dass bei beidseitiger Schadensverursachung dass es da optimale Haftungsregeln gibt, mehrere. Und wir hatten auch als Gemeinsamkeit festgehalten,
dass bei all diesen optimalen Regeln gilt, dass... Weiß noch jemand? Wodurch ist eine optimale Haftungsregel gekennzeichnet? Was sind die Eigenschaften von optimalen Haftungsregeln, die wir im Deliktsrecht gesehen hatten? Da oben gibt es einen Vorschlag? Nicht? Okay, schade. Na, wir hatten jedenfalls festgehalten, dass es irgendeine Eigenschaft gibt von optimalen Haftungsregeln, die all diesen optimalen Regeln gemein ist, und dementsprechend muss die vertragliche Haftung auch ausgestaltet werden. Okay. Wir hatten ja uns das Beispiel angeschaut mit den Bauplänen, und angewandt auf diesen Fall bedeutet das, dass wir hatten ja in diesem ursprünglichen Fall gesehen, dass in der letzten Variante, dass wir da keine eindeutige Lösung haben. Und wir hatten auch gesehen, dass in dieser letzten Variante, da hatten wir die ganz niedrige Schadenswahrscheinlichkeit von 0,1%, und da haben die Akteure rationalerweise einen Schaden in Kauf genommen. Und das wäre ein Beispiel dafür, dass als Ergebnis dezentralen Handelns Schaden übrig bleibt, rational, weil dieser Schaden im Erwartungswert so gering ist, dass es sich nicht lohnt, den zu vermeiden. So. Das ist noch ein Beispiel. Und was die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt mit solchen Schäden, die nicht ganz vermieden werden können? Wie behandeln wir diese Schäden vertraglich? Wir haben ja noch keine Aussage darüber getroffen, was ist, wenn beide Vertragsparteien die im Verkehr erforderliche Sorgfalt einhalten und trotzdem ein Schaden entsteht. Das muss ja auch irgendwie vertraglich geregelt sein, wie solche Schäden behandelt werden. Und eine Idee wäre natürlich eine Lösung über eine Versicherung. Und das schauen wir uns jetzt sehr, sehr, sehr genau an. Wie funktionieren denn Versicherungen? Vielleicht wissen Sie es schon, Versicherungen werden finanziert über Verwaltungskosten und Gewinne. Gewinne über die Prämien, die Sie erhalten. Und wenn Sie als Versicherungsnehmer eine Versicherung abschließen, vielleicht, ich weiß nicht, was Sie schon in Ihrem Leben als Versicherung abgeschlossen haben, vielleicht eine Haftpflicht, eine eigene, wenn Sie nicht mehr bei den Eltern mitversichert sind. Wenn Sie eine Versicherung abschließen, dann machen Sie das, weil es Ihnen damit im Erwartungswert mit der Versicherung besser geht als ohne die Versicherung. Okay? Wenn ein Schaden passiert, dann sind Sie froh. Und dieses Frohsein, diese erwartete Schadensreduzierung, wenn mal ein Schaden passiert, das ist es Ihnen wert, einen monatlichen Beitrag zu zahlen und da auch in Kauf zu nehmen, dass eventuell diese Beiträge ganz weg sind, wenn nie was passiert. Okay? Warum stimmt der Versicherungsgeber zu so einem Vertrag? Naja, der schließt die Versicherung ab, weil er sich damit auch im Erwartungswert besser stellt. Ne? Der hat eigentlich fast genau das gleiche Kalkül, bloß andersrum. Ne? Auch er hat, auch für ihn gibt es dieses Ereignis
mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden bei Ihnen entsteht und dann muss er halt zahlen. Und wenn es in allen Fällen, wo das nicht ist, behält der Versicherungsgeber die Prämien. Die Frage ist, wie macht der Versicherungsgeber Gewinne? Wenn der Versicherungsgeber Gewinne macht, dann heißt das ja, dass er im Durchschnitt mehr Prämien erhält, als er im Durchschnitt Leistungen erbringen muss. Ja, klar, sonst würde die Versicherung Verluste machen und würde langfristig insolvent werden. Das heißt aber auch, dass Sie, die Versicherten, im Durchschnitt mehr Prämien zahlen, als Sie im Durchschnitt Leistungen erhalten. Okay? Und aus ökonomischer Sicht ist natürlich die große Frage, warum machen Sie das mit? Wenn Sie genau wissen, im Erwartungswert zahle ich drauf auf die Versicherung, warum machen Sie da mit? Und die Idee ist natürlich, die Idee hat natürlich mit Risiko zu tun. Sie sind keine rationalen Individuen, die risikoneutral sind. Okay? Die meisten von uns haben irgendwie eine Präferenz für Sicherheit, also eine Aversion gegen Risiko. Und wie sich das ausdrückt, das schauen wir uns heute ziemlich genau an. Erstmal mit einem Zahlenbeispiel. Die allerfrüheste Form der Versicherung, die wir historisch betrachten können, ist die sogenannte gegenseitige Versicherung. Und zwar denken Sie an irgendein ein Dorf im Mittelalter von mir aus. Die konnten nicht einfach bei Cosmos direkt anrufen und eine Brandschutzversicherung abschließen. Die brauchten irgendeinen anderen Schutz gegen das Risiko von Brand. Also haben die Leute sich gegenseitig versichert. Okay? Jeder im Dorf hat sich jeweils gegenseitig versichert. Wenn bei einem dann ein Brand passiert ist, dann haben alle zusammen den Wiederaufbau des Hauses gezahlt. Okay? Und warum sich das rational lohnen kann, das schauen wir uns jetzt in diesem Zahlenbeispiel an. Und übrigens gibt es solche Versicherungen auch heute noch. Ne? Das sind dann Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Schauen wir uns erstmal nur den Fall an, wo zwei Personen beteiligt sind. Klar, wir versuchen immer so weit wie möglich zu vereinfachen. Zwei Personen. Jede dieser Personen hat ein Vermögen von 250.000 Euro. Es geht also nicht um mich und auch nicht um Sie. Und es kann ein Schaden entstehen, und zwar in Höhe von 160.000 Euro. Okay, dieser Schaden tritt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ein. Hier ein Viertel. Das ist natürlich auch nicht sehr realitätsnah, weil die meisten Schäden treten mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit ein. Aber es ist natürlich leichter zu rechnen, wenn wir so eine Wahrscheinlichkeit nehmen. Okay. Wie hoch ist dann das erwartete Vermögen? Wir wissen die Wahrscheinlichkeit, wir wissen die Auszahlung in jeweiligen Fällen. Das heißt, mit Wahrscheinlichkeit 3/4 haben wir keinen Schaden gehabt, also 250.000, und mit Wahrscheinlichkeit 1/4 haben wir den Schaden gehabt und haben dann in diesem Fall nur noch 90.000. Macht zusammen 210.000 Euro. Okay, das ist unser Erwartungswert des Vermögens. Das habe ich hier ganz leicht abgetragen, weil es ist, ich verrate es Ihnen jetzt schon, es ist nicht wirklich eine relevante Größe, weil Vermögen an sich finden Sie nicht wichtig, sondern Sie finden wichtig den Nutzen, den Sie aus dem Vermögen ziehen. Und das schauen wir uns jetzt an. Nehmen wir an, die Individuen in unserem Beispiel haben folgende Nutzenfunktionen. Der Nutzen ist die Quadratwurzel des Vermögens. Damit kann man auch leicht rechnen. Und wenn Sie sich diese Funktion aufmalen, sehen Sie, dass zusätzlich das Vermögen immer schwächer den Nutzen steigert. Okay, das ist in vielen Fällen eine realistische Annahme. Also am Anfang stiftet zusätzliches Vermögen noch sehr viel Nutzen. Und wenn Sie aber schon ziemlich reich sind, dann bringt der nächste Euro an Vermögen natürlich nicht mehr so viel zusätzlichen Nutzen. Ist klar. Dem typischen Individuum. So,
So, und wenn wir diese Nutzenfunktion haben, dann können wir da einfach einsetzen und diesen Erwartungswert des Vermögens, den wir eben angenommen hatten, 210.000 Euro. Und wenn wir das einsetzen, da die Wurzel rausziehen, kommen wir auf 458,3 Gesundheit. Okay, aber auch das ist jetzt nur in Grau, weil es ist keine richtige Entscheidungsgröße. Ne? Also kein Mensch überlegt sich, was ist mein Nutzen aus dem erwarteten Vermögen? Die echte Entscheidungsgröße schauen wir uns jetzt an. So, und zwar in verschiedenen Varianten. In der Variante A unterstellen wir, dass jeder seinen Schaden selber trägt. Wir haben also keine gegenseitige Versicherung. Und was haben wir denn da für einen erwarteten Nutzen? Okay. Wir haben zwei Fälle. Ein Fall, in dem der Schaden eintritt und ein Fall, in dem der Schaden nicht eintritt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 3/4 habe ich also einen Nutzen von 500. Wie komme ich auf die 500? Naja, wenn kein Schaden eintritt, ist mein Vermögen 250.000 Euro. Der Nutzen daraus ist 500. Und diesen Nutzen habe ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 3/4. Okay? Wenn der Schaden eintritt, habe ich nur ein Vermögen von 90.000. Das bewerte ich persönlich mit meiner Nutzenfunktion über die Wurzel. Hab dann 300 an Nutzen und das gewichte ich mit der Wahrscheinlichkeit 1/4. Und das zusammengenommen ist dann mein ist dann quasi der erwartete Nutzen des Vermögens. Okay? Und das ist die Entscheidungsgröße, die relevant ist. Okay? Wir haben zwei Wahrscheinlichkeiten, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintreten und den Nutzen aus diesen Wahrscheinlichkeiten, daraus bilde ich den Erwartungswert. Das ist unsere Entscheidungsgröße und Sie sehen, der erwartete Nutzen ist 450. Okay? Was ist denn jetzt, wenn wir in einer zweiten Variante annehmen, dass der Schaden geteilt wird, wenn er entsteht? Okay? Das wäre also die allereinfachste Form einer gegenseitigen Versicherung. Wir sind zwei Leute und wenn ein Schaden bei einem von uns entsteht, dann teilen wir uns diesen Schaden. Okay. Dann müssen wir insgesamt jetzt vier Fälle unterscheiden. Das ist alles einfache Stochastik. Der erste Fall ist, uns beiden passiert nichts. Okay. Der zweite Fall ist, mir passiert etwas und Ihnen passiert nichts. Der dritte Fall ist, Ihnen passiert etwas. Was hatte ich eben? Okay, der zweite Fall ist, mir passiert etwas und Ihnen passiert nichts. Der dritte Fall ist, mir passiert nichts und Ihnen passiert etwas. Und der letzte Fall ist natürlich, dass uns beiden etwas passiert. Okay? Wir sind immer noch im gleichen Beispiel und wir haben jetzt gesehen, wenn wir in der Variante B sind, dann haben wir vier mögliche Ereignisse, über die wir einen Erwartungswert bilden können. Sie sehen schon, dass die Rechnung dann ein bisschen länger wird. Können es ja mal Schritt für Schritt durchgehen. Dieser erste Term hier, Sie erinnern sich, 500 war unser Nutzen, wenn nichts passiert. Ne? Das ist die Wurzel aus 250.000. Und dass nichts passiert, ist ja der Fall, wenn uns beiden nichts passiert, dann muss auch keiner irgendwelchen Schaden tragen. Okay? Und mit welcher Wahrscheinlichkeit passiert das? 3/4 für mich und 3/4 für mich. Okay, das muss dann multipliziert werden. Deswegen steht hier 3/4 mal 3/4 mal 500. Das ist der Fall, dass uns beiden nichts passiert. Okay, was ist denn, wenn einem von uns ein Schaden passiert? Wenn einem von uns ein Schaden passiert, dann hat ja einer von uns nur noch ein Vermögen von, wie viel war das? 90.000? Und die Tatsache, dass wir uns das teilen, bedeutet dann, dass der dem kein Schaden entstanden ist, der gibt dem anderen so viel, dass beide wieder gleichgestellt sind. Okay, das heißt, beide haben dann ein Vermögen von 170.000. Deswegen steht hier die 170.000.
Dann haben wir hier noch die Wurzel stehen, um den Nutzen daraus zu bilden. Und was ist die Wahrscheinlichkeit? Naja, wir hatten ja gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden bei einem entsteht, ist ein Viertel. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei dem anderen kein Schaden entsteht, ist drei Viertel. Und dieses Ereignis tritt zweimal ein. Ne? Einmal, wenn nur mir der Schaden entsteht und einmal, wenn nur Ihnen der Schaden entsteht. Deswegen steht hier noch die 2. Okay? Damit haben wir schon drei Ereignisse abgearbeitet. Bleibt noch das letzte Ereignis, das unglücklichste Ereignis, wenn uns beiden etwas passiert. Dann können wir uns natürlich auch nicht mehr gegenseitig helfen, weil wir beide sowieso schon Vermögensverlust haben. Dann ist unser Vermögen 300, Wurzel von 90.000. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist ein Viertel mal ein Viertel. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass uns das beiden passiert. Wenn wir das alles aufaddieren, kommen wir auf ungefähr 454,6. Und Sie sehen, der erwartete Nutzen ist jetzt schon höher. Ne? Obwohl wir in der allereinfachsten Form der gegenseitigen Versicherung sind, ist unser erwarteter Nutzen daraus schon höher. Okay, es ist also fast wie gezaubert. Ne? Wir haben ja nichts anderes, wir haben nichts in das System reingesteckt, nur quasi einen Versicherungsvertrag zwischen den beiden Parteien, der sagt, wir teilen uns den Schaden, wenn ein Schaden entsteht. Und auf einmal ist unser Erwartungsnutzen höher geworden aus dem Vermögen. Obwohl wir nur zu zweit sind. Sie können sich vielleicht schon vorstellen, in welche Richtung das jetzt läuft. Was ist, wenn wir da noch mehr... Oh, keine Animation mehr. Was ist, wenn wir noch mehr Personen da drin haben? Also wenn 4 Personen sich gegenseitig versichern, das schauen wir uns jetzt auch mal an, damit Sie auf jeden Fall verstehen, wie man auf die einzelnen Posten kommt. Und mehr als 4 Personen werden wir uns nicht anschauen, denn Sie merken, dann ist nicht mehr genug Platz auf der Folie. Wir sind jetzt also in Variante C. 4 Personen versichern sich gegenseitig. So, der erste Eintrag, wie eben, ist, wenn niemanden von den 4 Personen ein Schaden entsteht. Okay? Dann hat die einzelne Person das Vermögen von 500. Ne, das ist den Nutzen von 500, sorry. Also beim Vermögen von 250.000, die Wurzel gezogen, macht 500. Mit welcher Wahrscheinlichkeit passiert das, dass keinem ein Schaden entsteht? 3/4 war die Wahrscheinlichkeit für jeden Einzelnen. Wir sind 4 Leute, das mal 4 ist 3/4 hoch 4. Okay, das ist das erste Ereignis, dass keinem etwas passiert. Und wenn Sie das explizit ausrechnen, 3/4 hoch 4, dann kommen Sie natürlich auf eine kleinere Wahrscheinlichkeit. Nächster Fall ist, wenn nur einem von den 4 etwas passiert. Wenn einem von den 4 etwas passiert und die anderen kommen für den Schaden auf, dann haben alle am Ende das Vermögen von 210.000. Sie zahlen sich gegenseitig so viel, dass jeder gleichgestellt ist. Das müssen wir wieder evaluieren mit der Nutzenfunktion, also die Wurzel ziehen. Und welche Wahrscheinlichkeit hat das? Naja, bei dem Einzelnen entsteht der Schaden mit der Wahrscheinlichkeit 1/4. Und die Wahrscheinlichkeit, dass den anderen 3 nichts passiert, ist 3/4 hoch 3. Okay? Und das ist jetzt nur ein Ereignis. Und Sie können sich denken, das kann es in 4 verschiedenen Ausprägungen geben. Nämlich, dass jedem der 4 etwas passiert, jeweils. Und deswegen müssen wir das alles nochmal mal 4 nehmen. Okay? Dieses Ereignis kommt 4-mal insgesamt vor. Deswegen hier noch die 4. Als nächstes schauen wir uns an, das Ereignis, dass 2 etwas passiert. Was ist, wenn 2 von den 4 ein Schaden entsteht? Wir wissen ja, der einzelne Schaden ist 160.000, der Gesamtschaden, wenn 2 etwas passiert, ist 320.000. Wenn alle 4 zusammen dafür aufkommen, muss jeder 80.000 zahlen. Klar, 320.000 durch 4 macht unterm Strich ein Restvermögen von 170.000 für jeden. Das steht hier. Und weil das Vermögen keine für sich genommen aussagekräftige Größe ist, müssen wir das wieder evaluieren mit der Nutzenfunktion, also die Wurzel ziehen. Und dann brauchen wir noch Wahrscheinlichkeiten. Wir hatten gesagt,
Es geht hier um die Wahrscheinlichkeit, dass zwei etwas passiert, also ein Viertel hoch zwei. Den anderen zweien passiert nichts, drei Viertel hoch zwei. Und dieses Ereignis, wenn Sie sich das mal in der Liste aufschreiben, kann insgesamt sechsmal vorkommen. Ne? Das ist einfache Stochastik. Scheint sehr entspannt zu sein. Das nächste Ereignis. Was ist das nächste Ereignis? Völlig aus dem Konzept. Wenn dreien ein Schaden entsteht, okay? Was ist der Nutzen, wenn dreien von den vieren ein Schaden entsteht? Dann haben wir einen Gesamtschaden von 3 mal 160.000, sind 480.000, tragen alle vier zusammen, sind 120.000 pro Person. Bleibt noch pro Person ein Restvermögen von 130.000. Das ist das hier. Das müssen wir wieder evaluieren mit der Nutzenfunktion, weil das Vermögen keine aussagekräftige Größe ist. Und dann noch die Wahrscheinlichkeiten dazu. Hier ein Viertel hoch drei, weil dreien gleichzeitig der Schaden entsteht. Einem nicht, also drei Viertel hoch eins. Und dieses Ereignis kann viermal vorkommen. Okay, es gibt vier unterschiedliche Möglichkeiten, dass drei von den vieren gleichzeitig etwas passiert. So, und das letzte Ereignis ist natürlich der Super-GAU. Wenn allen gleichzeitig der Schaden entsteht, dann wissen wir ja, dann hat jeder den Schaden, dann hat jeder nur noch einen Nutzen von 300 und die Wahrscheinlichkeit ist ein Viertel hoch 4 und dieses Ereignis kommt genau einmal vor. Ne? Und Sie können sich vorstellen, das ist natürlich eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, ein Viertel hoch 4. Okay, wenn wir das alles eingeben in den Taschenrechner, dann kommen wir auf einen erwarteten Nutzen von insgesamt 456,6. Und das Schöne ist, das ist mehr, als wenn wir uns nur zu zweit versichern. Das heißt, je mehr Leute sich gegenseitig versichern, desto höher wird unser erwarteter Nutzen. Wenn wir Schäden haben, die nicht komplett vermieden werden können. Okay, und das kann man immer weiter und immer weiter machen und das machen wir jetzt aber nicht explizit. Ich denke, die Grundidee haben Sie gesehen. Hier nochmal die Übersicht. Wir haben jetzt gegenseitige Versicherungen angeschaut. Wir haben uns angeschaut, was passiert, wenn zwei oder vier Personen sich gegenseitig versichern. Wir haben festgestellt, dass wir uns schon durch eine zweiseitige Versicherung besser stellen als ohne Versicherung. Und dass wir uns immer besser stellen, je mehr Akteure sich das Risiko in einer gemeinschaftlichen Versicherung teilen. Okay, aber jetzt sagen Sie vielleicht, okay, die normale Versicherung ist ja nicht unbedingt so eine gegenseitige Versicherung. Klappt das denn bei einer normalen Versicherungsgesellschaft auch? Ja, das klappt auch. Ein Großteil der Argumentation kann übernommen werden. Wenn wir uns also stattdessen eine normale Versicherung anschauen, also eine große Versicherungsgesellschaft, und überlegen uns jetzt mal, wie diese mit Risiken umgeht. Und das läuft eigentlich ganz ähnlich ab wie bei der gegenseitigen Versicherung. Da werden die Risiken quasi in einen großen Pool gesteckt. Und deswegen spricht man auch vom Pooling von Risiken. Wahrscheinlich, weil es keinen passenden deutschen Ausdruck gibt. Und welche Idee steckt dahinter? Naja, der Versicherer übernimmt ja alle einzelnen Risiken aller seiner Versicherten. Ne? Also wenn Sie sich überlegen, Sie wären alle bei der gleichen Versicherung mit Ihrer Haftpflicht oder von mir aus mit Ihrer Kfz-Haftpflicht, dann trägt der Versicherer ja von jedem Einzelnen von Ihnen das Risiko. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen allen gleichzeitig was passiert, ist natürlich sehr gering. Das war der Super-GAU eben in dem Zahlenbeispiel. Und deswegen streut der Versicherer damit sein Risiko. Das heißt, er kann mit relativ gleichmäßigen Auszahlungen im Zeitverlauf rechnen. Also es gibt irgendwie so eine Durchschnittszahlung, die er erbringen muss.
Aber er vermeidet dadurch relativ extreme Zahlungen. Ja? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie alle gleichzeitig in einer Massenkarambolage verwickelt sind. So, und ein Konzept, das ganz wichtig ist und das wir jetzt erwähnen müssen, um Versicherungsmärkte zu verstehen, ist das der Risikoaversion. Ich habe es eben schon angedeutet. Und da müssen wir über die Zahlungsbereitschaft für Versicherungen argumentieren. Die Fragestellung ist also, warum sind risikoaverse Menschen, also Sie und ich, bereit für eine Versicherung mehr als den Erwartungswert der Leistungen der Versicherung zu zahlen? Okay? Sie erinnern sich, am Anfang hatte ich diese Frage schon mal gestellt. Sie wissen ja, im Erwartungswert zahlen Sie immer drauf bei einer Versicherung, weil das wirklich Ihre Wohnung abbrennt oder das, dass Sie mit Ihrem Auto einen Totalschaden haben, das ist sehr unwahrscheinlich. Und viel wahrscheinlicher ist es, dass Sie immer wieder nur Ihre Versicherungsbeiträge zahlen und dass das Geld einfach weg ist. Okay? Und die Frage ist, warum sind Sie als hoffentlich rationale Individuen bereit, so einen Deal einzugehen? Und das schauen wir uns jetzt mikroökonomisch an. Wir nehmen hierzu an, dass es einen Versicherungsgeber gibt, eine Versicherungsgesellschaft, und dieser Versicherungsgeber ist risikoneutral. Das heißt, ihm kommt es lediglich darauf an, dass er im Erwartungswert gerade so viel Prämien erhält, wie er im Erwartungswert Leistungen zahlen muss. Warum das Sinn macht, das anzunehmen, das schauen wir uns gleich an. Jetzt geht es erstmal darum, um Ihre Risikoaversion. Und meine. Schauen uns erstmal den Zusammenhang an zwischen Vermögen Y auf der horizontalen Achse und Nutzen U auf der vertikalen Achse. Ne, also wir sind nicht so ganz weit weg von dem Zahlenbeispiel, da ging es auch um den Nutzen, den man aus dem Vermögen zieht, bloß dass da das Vermögen hieß da V und jetzt nennen wir es halt Y. Genauso gut können wir das Ganze mit Einkommen argumentieren, das ist total egal, die Argumentation bleibt die gleiche. Ich habe am Anfang einmal hier Vermögen geschrieben, deswegen bin ich jetzt dabei geblieben. Okay, noch ein Vorwort. Das kann relativ schwer sein, auf den ersten Blick zu erkennen. Oder anders gesagt, wenn man die Argumentation nicht auf den ersten Blick versteht, dann kann es relativ schwer sein, das nachzuvollziehen. Aber Sie haben Glück, das ist so ein Standardthema, wenn Sie es googeln, kommen Sie auf wahrscheinlich Millionen von Hits. Es gibt sehr viele Quellen dazu. Es ist im Kutta-Julen drin, es ist im Schäfer-Ott drin, es ist fast in jedem mikroökonomischen Lehrbuch drin. Und Sie haben natürlich mich, um Fragen zu stellen. Also, deswegen schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir nehmen an, je höher das Vermögen, desto höher ist der Nutzen. Das heißt, wir haben eine positive Steigerung der Nutzenfunktion. Dieser Zusammenhang ist jetzt so hier dargestellt und Sie merken schon, das ist eine konkave Nutzenfunktion. Das heißt, der zusätzliche Nutzen ist bei geringerem Vermögen höher. Andersrum gesagt, wir haben einen abnehmenden Grenznutzen des Vermögens. Okay, wir hatten ja eben schon gesagt, dass diese Annahme an sich für den Durchschnittsmenschen Sinn macht. Und jetzt können wir zwei verschiedene Vermögensniveaus vergleichen. Y1 und Y2. Y1 ist das niedrige Vermögensniveau, Y2 das hohe. Und das ist jeweils mit einem bestimmten Nutzen verbunden. Das können wir einfach so ablesen. Hoffentlich haben wir soweit kein Problem. Und wir könnten ja sagen, Y2 wäre das Vermögen, wenn kein Schaden entsteht. Das sind die 250.000 von eben. Und Y1 ist das Vermögen, wenn ein Schaden entsteht. Klar, das ist ein geringeres Vermögen. Das wären die 90.000 von eben gewesen. Und basierend auf diesen zwei möglichen Vermögenszuständen können wir einen Erwartungswert des Vermögens einzeichnen, wie machen wir das grafisch? Wir wissen ja, der Erwartungswert des Vermögens muss auf jeden Fall schon mal irgendwo dazwischen liegen, ne? Irgendwo zwischen Y1 und Y2. Außerdem
Können wir uns überlegen, dass wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir Vermögen Y1 haben, wenn das relativ gering ist, dann muss unser Erwartungswert des Vermögens eher in der Nähe von Y2 sein. Ne? Weil dann ist das Gewicht des hohen Vermögens viel höher und der Erwartungswert wird irgendwo in der Nähe von Y2 sein. Wenn wir jetzt die Eintrittswahrscheinlichkeiten P1 und P2 für die jeweiligen Vermögen auf der horizontalen Achse so zwischen Y1 und Y2 eintragen, können wir daraus ganz einfach das erwartete Vermögen ablesen. Wie haben wir das jetzt genau eingetragen? Wir haben einfach die Strecke zwischen Y1 und Y2 aufgeteilt im Verhältnis P1 zu P2. Okay? Und wir haben aber P1 jetzt nach rechts gesetzt. Warum? Ja, das ist die Argumentation, die wir eben hatten. Ne? Wenn P1 die Eintrittswahrscheinlichkeit für das geringe Vermögen, das sieht total unbequem aus, wie Sie da schlafen. Wollen Sie nicht woanders schlafen? Sieht echt unbequem aus. Wir hatten ja eben gesagt, wenn der Schaden mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit eintritt, dann muss der Erwartungswert des Vermögens eher in der Nähe von Y2 sein. Okay? Und deswegen müssen wir hier das P1 nach rechts setzen und das P2 nach links. Und da, wo die zwei Wahrscheinlichkeiten sich treffen, tragen wir das erwartete Vermögen ab. Okay? So einfach ist das geometrisch. Ich bin nicht Muttersprachler. Genau. So, aber wie ich eben schon bei dem Zahlenbeispiel gesagt hatte, ist für unsere Entscheidung, für unsere rationale Entscheidung, ob wir die Versicherung abschließen oder nicht, ist nicht das Vermögen an sich relevant, sondern der Nutzen, den wir daraus ziehen. Okay? Genauer gesagt, der erwartete Nutzen, denn hier haben wir es ja mit Unsicherheit zu tun. Wir haben zwei verschiedene Ereignisse, die mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten eintreten können. Und um diesen Erwartungsnutzen zu finden, müssen wir jetzt irgendwie versuchen, die Strecke zwischen den, diesen Nutzenpositionen der beiden Vermögenssituationen irgendwie genauso aufzuteilen, wie wir es eben hier unten gemacht haben. Okay? Im gleichen Verhältnis aufteilen wie da unten. Und Sie wissen natürlich aus der Schulmathematik noch, wie man das macht. Das geht über Strahlensätze. Keine Angst, ich wusste auch nicht mehr, wie das geht, aber zum Glück gibt es Wikipedia. Und wie sieht das genau aus? Zuerst verschieben wir hier diese Aufteilung von P1 und P2 einfach ein Stück nach oben. So. Das ist jetzt noch nichts Spektakuläres. Und dann wenden wir den ersten Strahlensatz an, um diese Aufteilung auf die hier eingezeichnete Diagonale zu übertragen, damit wir sie im Endeffekt auf die Senkrechte übertragen können und ganz nach links verschieben. Okay? Der erste Schritt ist also, wir haben diese Hilfslinie hier eingezeichnet, diese horizontale, auf der Höhe von U von Y1. U von Y1 ist der Nutzen, den wir haben, wenn der Schaden entsteht. Okay? Die Aufteilung von P1 zu P2 haben wir einfach 1 zu 1 Okay, ich hätte die Animation nochmal durchprüfen sollen. Wir haben diese Aufteilung einfach hochgeschoben. Da hat sich jetzt ja noch nichts verändert. Wir haben es 1 zu 1 nach oben geschoben. Und diese Diagonale, die wir jetzt hier eingezeichnet haben, diese Diagonale liegt übrigens zwischen den zwei Punkten auf der Nutzenfunktion. Diese Diagonale hat mit der gestrichelten Hilfslinie einen Punkt gemeinsam. Diesen hier. Wir können also sagen,
Diese zwei Linien sind zwei Strahlen ausgehend von einem gemeinsamen Punkt. Okay? Das brauchen wir für die Argumentation, dass wir einen Strahlensatz anwenden. Und der Strahlensatz lautet nun, Abschnitte dieser zwei Strahlen, die von einem gemeinsamen Punkt ausgehen, werden durch zwei Parallele im selben Verhältnis geteilt. Das heißt, die gestrichelte Linie, die horizontale, ist im selben Verhältnis durch die beiden senkrechten Linien geteilt wie die Diagonale. Okay? Das sieht dann so aus. Jetzt haben wir es schon mal geschafft, die Aufteilung von der horizontalen Achse auf eine Diagonale zu übertragen. Fehlen noch als letzte Schritte, das irgendwie in die Senkrechte zu übertragen. Dazu brauchen wir noch eine senkrechte Hilfslinie. Und wenn wir diese Senkrechte im selben Verhältnis wie die Diagonale aufteilen wollen, brauchen wir wieder zwei Parallele. Eine haben wir schon, nämlich die horizontale Linie auf der Höhe von u von y2, also diese Linie. Und die zweite ist auf der Höhe, wo die Diagonale aufgeteilt wird, ne? Auf dieser Höhe. So, die Senkrechte und die Diagonale sind wiederum zwei Strahlen und werden nach dem Strahlensatz durch zwei Parallele im gleichen Verhältnis aufgeteilt. Das heißt, wir können die Aufteilung auf der Diagonalen zwischen P1 und P2 so rüberschieben auf die Senkrechte. Und das wiederum können wir jetzt einfach ein Stück weiter nach links rüberschieben auf die vertikale Achse und haben es jetzt geschafft, die Aufteilung der Vermögen, die wir hier unten hatten, im gleichen Verhältnis zu übertragen hier oben auf die Strecke zwischen u von y1 und u von y2. Okay? Und Sie können sich schon vorstellen, da in der Mitte dieser beiden Wahrscheinlichkeiten ist der Erwartungswert des Nutzens. Das ist der Erwartungswert des Nutzens, wenn mit einer Wahrscheinlichkeit P1 wir das Vermögen Y1 haben und mit Wahrscheinlichkeit P2 das Vermögen Y2. Okay? Das ist die relevante Entscheidungsgröße, nach der wir gehen. Okay? Nicht der Erwartungswert des Vermögens, sondern der Nutzen aus diesem riskanten Vermögen. Okay? Das ist die relevante Entscheidungsgröße. So, wir sind jetzt noch nicht fertig. Wir können uns jetzt fragen, mit welchem sicheren Vermögen, nicht riskanten Vermögen, wir das gleiche Nutzenniveau erreichen würden. Sehen Sie es vielleicht schon? Mit welchem sicheren Vermögen, mit welchem nicht riskanten Vermögen würden wir dieses Nutzenniveau erreichen? Haben Sie eine Idee, wie wir dieses Vermögen finden? Hier? Ja. Und von da runter gehen? Ja. Genau. Super. Da, wo dieses Nutzenniveau gilt, lesen wir einfach bei der Nutzenfunktion ab, welches Vermögen wir dann hätten. Und das ist eben das sichere Vermögen, das uns den gleichen Nutzen stiftet wie das riskante Vermögen. Okay? Und dieses sichere Vermögen nennen wir auf ökonomisch auch Äquivalenzvermögen, oft abgekürzt mit YE, für das Englische Equivalent Income oder hier halt Wealth für Vermögen, also das Äquivalenzvermögen. Und nochmal, weil es für die Argumentation so wichtig ist, wenn ein Individuum das diese Nutzenfunktion hier hat, wenn so ein Individuum
das ein Vermögen von YE sicher hätte, dann wäre es vom Nutzen her gleichgestellt, wie wenn das Individuum mit Unsicherheit diese beiden Vermögen hätte. Ne? Das ist die gleiche Nutzenposition. So, und wie Sie jetzt schon sehen können, ist das Äquivalenzvermögen kleiner als das erwartete Vermögen. Und diese Differenz zwischen YE und E von Y, das definieren wir als Risikoprämie, also das Maximale, was das Individuum zu zahlen bereit wäre, um das Risiko der unsicheren Vermögen zu vermeiden. Okay? Und ich denke, Sie sehen schon, so eine Differenz hier, diese Strecke hier kommt überhaupt nur zustande, weil wir eine konkave Funktion haben. Wenn wir diese konkave Funktion nicht hätten, dann würde sich das geometrisch so nicht ergeben. Deswegen klappt diese ganze Argumentation hier nur mit risikoaversen Individuen. Und warum wir jetzt in so einem Fall von Risikoaversion sprechen, schauen wir uns gleich an. Wir hatten also gesagt, das hier ist die Risikoprämie, die maximale Zahlungsbereitschaft für die Vermeidung des Risikos. Da kann man jetzt noch mehr Größen ablesen. Wir haben einmal diese Distanz zwischen YE und Y2, also der Situation ohne Schaden. So, diese Distanz können wir definieren als die maximale Zahlungsbereitschaft eines Versicherten für die Versicherung. Und auf der Anbieterseite können wir uns dann fragen, wenn der Versicherungsgeber sicherstellt, dass er immer ein Einkommen von Y2 minus der Prämie hat, dann darf die Versicherungsprämie natürlich bis zu Y2 minus YE betragen. Denn bei YE geht es dem Individuum per Definition genauso gut wie bei dem riskanten Vermögen. Der erwartete Vermögensverlust ist also genau das, was die Versicherung im Erwartungswert zahlen muss, also die Mindestforderung des Versicherungsgebers, dieses kleine Stück. Und Sie können sich vorstellen, irgendwo zwischen diesen beiden rot markierten Beträgen, irgendwo dazwischen liegt die tatsächlich vereinbarte Versicherungsprämie. Und was am Ende wirklich rauskommt, ist Verhandlungssache. Es muss aber dazwischen liegen, denn sonst wäre es für keinen der beiden rational, sich darauf einzulassen. Solange das Vermögen des Versicherungsnehmers zwischen YE und E von Y liegt, geht es ihm mit Versicherung besser als ohne, weil sein Vermögen dann höher ist als sein Äquivalenzvermögen. Und der Versicherung geht es auch besser, denn sie bekommt eine Prämie, die größer ist als die erwarteten Zahlungen, die sie zahlen muss. So, aber wir haben noch gar nicht gesagt, was das alles mit Risikoaversion zu tun hat. Ich habe schon verraten, Risikoaversion ist, wenn wir eine konkave Nutzenfunktion haben. Woran liegt das? Geometrisch liegt es daran, dass diese Diagonale dann unterhalb der Nutzenfunktion liegt. Warum ist es wichtig? Nur dann ist der erwartete Nutzen des Einkommens geringer als der Nutzen des erwarteten Einkommens. Was heißt das? Wenn ich im Durchschnitt gleich viel Einkommen habe, dann ist mir Sicherheit lieber als Risiko. Ja, ich denke, das ist intuitiv klar. Und eine Möglichkeit, sich das vorzustellen, ist, stellen Sie sich zwei verschiedene Lotterien vor, die Sie spielen können. Die eine Lotterie bringt Ihnen mit Sicherheit E von Y, ist also nicht wirklich eine Lotterie, aber wir nennen es einfach mal so, damit wir es vergleichen können. Also nochmal, die eine Lotterie bringt Ihnen mit Sicherheit E von Y. Dieses Vermögen haben Sie dann sicher. Die andere Lotterie bringt Ihnen mit Wahrscheinlichkeit P1, Y1 und mit Wahrscheinlichkeit P2, Y2. Was für einen Erwartungswert hat diese zweite Lotterie?
erste Lotterie bringt Ihnen mit Sicherheit E von Y. Die zweite Lotterie bringt Ihnen mit Wahrscheinlichkeit P1 ein Vermögen von Y1 und mit Wahrscheinlichkeit P2 ein Vermögen von Y2. Was ist der Erwartungswert der zweiten Lotterie? Also Lotterie, Sie können zwei Kugeln ziehen und die eine Kugel bringt Ihnen Y1 und die andere Kugel Y2. Was ist der Erwartungswert? Steht er vielleicht schon irgendwo da? Der Erwartungswert des Vermögens. E von Y. Ganz einfach. Also, das ist total wichtig für die Argumentation. Der Erwartungswert dieser beiden Lotterien ist gleich. Okay? Ob wir jetzt mit Sicherheit E von Y kriegen oder die echte Lotterie eingehen, der Erwartungswert des Vermögens ist gleich. Okay? Was ist aber der Nutzen dieser beiden Lotterien? Nein, der Nutzen der ersten Lotterie ist, wir können es einfach ablesen, indem wir von E von Y hochgehen und dann den Nutzen ablesen. Das ist der Nutzen der ersten Lotterie. Ne? Wenn wir von dieser Vermögensposition einfach hochgehen auf die Nutzenfunktion und da das Nutzenniveau ablesen, das ist die erste Lotterie. Okay? Was ist der Nutzen der zweiten Lotterie? Das haben wir eben auf der vorletzten Folie abgeleitet. Der Nutzen, wenn wir das riskante Vermögen haben, ist das hier, E von U von Y. Ja? Denn das hatten wir dadurch gefunden, dass wir dieses Verhältnis über die Strahlennetze übertragen hatten, ne? Hier auf die vertikale Achse. Ne? Wenn wir das unsichere Vermögen haben, ist unser erwarteter Nutzen daraus das hier. Das ist also der Nutzen der zweiten Lotterie und das ist nicht der gleiche Nutzen. Okay? Und wir sehen ganz klar, dass der Nutzen der ersten Lotterie, der sicheren Lotterie, höher ist als der Nutzen der zweiten Lotterie. Und das nennen wir Risikoaversion. Wenn wir risikoavers sind, wollen wir lieber die sichere Lotterie als die unsichere, selbst wenn die im Erwartungswert das gleiche Vermögen bringen. Und ich denke, jetzt sehen Sie endgültig, warum wir dazu die Konkavität brauchen, der Nutzenfunktion, denn nur dann funktioniert das. Ne? Nur dann ist diese Diagonale, die wir hier sehen, unterhalb der Nutzenfunktion angesiedelt. Und das ist letztendlich der Grund, warum die meisten von uns Versicherungen abschließen, weil wir risikoavers sind. Das heißt, wir finden es die Vorstellung irgendwie schlimm, dass was passieren könnte und in dem Fall würde uns ein großer Schaden entstehen. Okay? Wir finden es besser, mit Sicherheit ein geringeres Einkommen zu haben und das geringere Einkommen ist dadurch ausgedrückt, dass wir Versicherungsprämien zahlen. Ist das immer so? Sind wir als Menschen immer risikoavers? Ist Ihnen Sicherheit immer lieber als Risiko? Im Durchschnitt natürlich. Ne? Klar, Sie sind alle unterschiedliche Menschen, aber im Durchschnitt können wir, selbst im Durchschnitt können wir nicht immer sagen, dass Ihnen immer Sicherheit lieber ist als Risiko. Es kommt auf das Risiko an. Wenn wir ein großes Risiko uns anschauen, dann ist uns wahrscheinlich Sicherheit auf jeden Fall lieber. Okay? Irgendein großer Schaden, den wir auf keinen Fall irgendwie bezahlen könnten. Deswegen hat fast jeder von uns eine Haftpflichtversicherung und deswegen sind manche Versicherungen auch gesetzlich verpflichtend, ne? Krankenversicherung. Aber was ist mit kleinen Risiken? Nehmen wir zum Beispiel Lotto. Wenn Sie Lotto spielen, dann gehen Sie ein kleines Risiko. Beim deutschen Lotto ist es so, dass die Hälfte der eingezahlten Beträge als Gewinne ausgezahlt werden. Es ist so definiert. Das weiß jeder Lottospieler auch. Sollte wissen. Das heißt, die erwartete Rendite für den einzelnen Lottospieler ist -50%. Okay? Ich denke, ja, das kann man Risiko nennen. Trotzdem spielen ganz viele Leute Lotto, weil individuell spielen sie nur um kleine Beträge.
Und da sind sie nicht risikoavers, sondern im Gegenteil, da wollen sie gern wetten und finden die Vorstellung halt schön, sich zu überlegen, was sie machen würden, wenn sie den Jackpot knacken würden. Sie sehen also, selbst das gleiche Individuum ist nicht in allen Entscheidungssituationen gleich. Ne? Manchmal risikoavers, manchmal nicht. Aber hier in dieser generischen Entscheidungssituation, wo es um zwei Vermögenspositionen oder zwei Einkommenspositionen von mir aus geht, da nehmen wir an, im Durchschnitt sind die Individuen risikoavers. Wie sieht es aus, wenn Individuen nicht risikoavers sind? Wenn zum Beispiel die Nutzenfunktion nicht konkav ist, sondern vielleicht linear, also eine Gerade, naja, dann ist es dem Individuum dann wäre diese Gerade hier die Nutzenfunktion und dann ist es dem Individuum wirklich egal, ob sie das riskante Vermögen erhält oder das sichere. Ne, wenn Sie den Vergleich der beiden Lotterien jetzt nochmal durchspielen wollen, dann werden Sie rauskriegen, dass es dem Individuum egal ist, ob sie das hier sicher hat oder mit Unsicherheit diese beiden Vermögen bekommen. Immer auf diese Nutzenposition und das liegt daran, dass unsere Nutzenfunktion eine Gerade ist. Okay, das wäre ein risikoneutrales Individuum. Und dann gibt es noch einen anderen Fall, jemand, der lieber Risiko mag als Sicherheit, das wäre dann eine konvexe Gesundheit. Nicht eine konvexe Gesundheit, sondern eine konvexe Nutzenfunktion. Und das ist genau das Gegenteil von konkav. Und da sehen Sie jetzt, die Diagonale, die wir einzeichnen, liegt über der Nutzenfunktion. Okay? Und wenn Sie da wieder die Argumentation mit den Lotterien anwenden wollen, dann kriegen Sie halt raus, dass der Nutzen der sicheren Lotterie ist jetzt niedriger als der Nutzen der unsicheren Lotterie, der nämlich hier oben liegt. Okay? Und wie eben gesagt, für bestimmte Situationen können wir wahrscheinlich annehmen, dass Leute eher eine konvexe Nutzenfunktion haben. Aber im Durchschnitt für Situationen, bei denen es um Versicherung geht, nehmen wir eigentlich an, dass Individuen konkave Nutzenfunktionen haben, also risikoavers sind. Und das ist die Begründung, warum Leute überhaupt Versicherungen abschließen. Da gibt es auch relativ viele Experimente zu und in den meisten Experimenten sind Menschen wirklich risikoavers. Und wenn Sie es mal überlegen, das passt eigentlich ganz gut dazu, dass unser Steuersystem hier in Deutschland so ist, wie es ist. Also ein umverteilendes Steuersystem. Wir sagen nämlich, wer reich ist, dem bringt der zusätzliche Euro nicht mehr so viel wie jemandem, der arm ist. Okay? Und das können wir darüber begründen, dass die typische Nutzenfunktion des Einkommens konkav ist, also steil bei niedrigen Einkommen, flach bei hohen Einkommen. Und deswegen können wir umverteilen. Von den Leuten, wo der marginale Nutzen nicht mehr so hoch ist, zu den Leuten, wo der marginale Nutzen sehr hoch ist. Okay? Das ist eine Effizienzbegründung für ein umverteilendes Steuersystem. Was ist jetzt aber mit den Kapitalgesellschaften? Okay, die Nachfrageseite der Versicherung haben wir jetzt abgedeckt. Wir haben gesagt, risikoaverse Individuen haben auf jeden Fall eine positive Zahlungsbereitschaft für Versicherungen, weil sie lieber Sicherheit wollen als Risiko. Aber wir hatten ja angenommen, dass die Kapitalgesellschaft, die Versicherungsgesellschaft, der Versicherungsgeber, dass der risikoneutral ist. Warum macht das Sinn? Überlegen Sie sich, wie es ist, wenn wir Geld in Aktien anlegen. Einige von Ihnen haben vielleicht Geld in Aktien investiert und die Frage ist, würden Sie Ihr gesamtes Vermögen in die Aktie einer einzigen Firma stecken? Hoffentlich nicht. Warum nicht? Warum hoffentlich nicht? Weil Sie Ihr Risiko streuen möchten. Ne? Denn wenn Sie Ihr ganzes Vermögen auf eine Wette setzen, dann haben Sie natürlich ein sehr hohes Risiko.
Und genau das ist im Prinzip das, was ein Versicherungsgeber macht. Indem Sie bei bleiben wir bei den Aktien, indem Sie einige Anteile hier und da von verschiedenen Firmen kaufen oder kaufen lassen über einen Investmentfonds, sind Sie bereit, von jedem dieser Unternehmen ein kleines Stück des Unternehmensrisikos mit zu übernehmen. Ne? Was ist das Unternehmensrisiko? Naja, jede der Firmen, in die Sie investieren, könnte ja insolvent werden und die Aktien könnten einfach im Wert ihren Wert komplett verlieren. Okay, das ist das Unternehmensrisiko. Und wenn Sie kleine Anteile von vielen verschiedenen Unternehmen kaufen, dann streuen Sie Ihr Risiko. Ne? Denn die Wahrscheinlichkeit, dass alle Unternehmen auf einmal Insolvenz anmelden, ist sehr gering. Zumindest hoffen wir das natürlich. Das Risiko, dass der Schaden bei allen gleichzeitig entsteht, ist sehr gering. Ne? Das hatten wir ja schon bei der gegenseitigen Versicherung gesehen. Und dadurch, dass dieses Ereignis sehr unwahrscheinlich ist, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass Sie Ihr gesamtes Vermögen auf einmal verlieren. Wenn wir mal annehmen, dass Sie Ihr ganzes Vermögen in Aktien gesteckt haben. Was Sie also machen ist, Sie poolen einen Teil des Risikos der verschiedenen Firmen. Jeder andere Aktionär macht das Gleiche. Okay? Und auf diese Weise ist das Risiko einer Aktiengesellschaft insgesamt mit vielen anderen Aktiengesellschaften bei ganz vielen Aktionären gepoolt. Okay? Sie haben viele unterschiedliche Unternehmen, in die investiert werden kann. Sie haben viele unterschiedliche Anleger, die bei allen Firmen anlegen. Und das Risiko ist dadurch gestreut auf beiden Seiten. Wir könnten also sagen, die Aktionäre, sie agieren wie eine Art Versicherung für die Aktiengesellschaft. Okay? Das ist der Grund, warum die Aktiengesellschaft sich im Interesse der Gesellschafter risikoneutral verhalten kann. Warum? Die Aktiengesellschaft kann sich im Interesse der Gesellschafter risikoneutral verhalten, weil sie ja versichert ist durch die Anleger und deswegen sind die meisten Versicherungsgesellschaften auch Aktiengesellschaften. Beim Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit haben wir ja schon gesehen, wie das funktioniert mit der Aufteilung des Risikos. Und bei der Aktiengesellschaft als Versicherungsgesellschaft funktioniert das sehr ähnlich. Nicht, weil zwischen den Versicherungsnehmern das Risiko gepoolt wird, sondern weil bei den Aktionären das Risiko gepoolt wird, dadurch, dass sie von unterschiedlichen Aktiengesellschaften Aktien halten. Und aus ökonomischer Sicht ist das der Grund dafür, dass Versicherungen sich damit zufrieden geben, wenn ihre erwarteten Prämien gerade die erwarteten Zahlungen decken, vielleicht plus Verwaltungskosten, ne? Denn die muss ja auch irgendjemand zahlen. Und der Gewinn der Versicherung entsteht dadurch, dass die Versicherungsnehmer, also wieder sie, risikoavers sind und dadurch deswegen lieber Sicherheit wollen als Unsicherheit und das Ausmaß, mit dem sie das lieber wollen, das ist ihre Versicherungsprämie. Okay, das, was sie zu zahlen bereit sind für die Prämie. So, stellen Sie sich vor, Sie sind Versicherungsgeber, können sich bestimmt ganz leicht vorstellen. Welche Risiken würden Sie denn in einem Versicherungsvertrag ausschließen? Denken Sie zum Beispiel an Ihre Kaskoversicherung beim Auto, falls Sie ein Auto haben. Wenn Sie da mal das Kleingedruckte lesen, da sind Schäden ausgeschlossen, die durch kriegerische Ereignisse entstehen. Warum macht das Sinn? Bei der Kfz-Versicherung sind Schäden ausgeschlossen. Oh, da gibt es schon eine Meldung. Genau, ja, perfekt. Das Risiko bei einem Kriegsereignis ist natürlich hoch, dass flächendeckend Schaden entsteht und dadurch bei sehr vielen Autos ein Schaden entsteht und auch bei sehr vielen Autos, die bei dieser Versicherungsgesellschaft versichert sind. Und dann würde die Versicherungsgesellschaft sofort pleite gehen, weil sie alle Schäden auf einmal ersetzen muss.
Deswegen sind solche Schäden typischerweise im Vertrag ausgeschlossen. Das sehen Sie auch, wenn Sie an die gegenseitige Versicherung denken, vom Anfang, das Dorf, wo alle Bauern sich gegenseitig versichert haben. In dem Fall, wo alle Häuser auf einmal abbrennen, zum Beispiel im Krieg, können wir uns nicht besser stellen durch die Versicherung, weil allen der Schaden entsteht. Okay? Was ist noch ausgeschlossen bei Versicherungen? Zum Beispiel sind typischerweise ausgeschlossen Schäden durch grobe Fahrlässigkeit oder Schäden durch Vorsatz. Warum ist grobe Fahrlässigkeit ausgeschlossen? Oder warum ist ausgeschlossen, Schäden durch grobe Fahrlässigkeit zu versichern? Ja, da fehlt noch ein ganz kleiner Schritt in der Argumentation. Was ist denn, wenn Sie versichert sind und Sie wissen, in Ihrer Kfz-Versicherung ist grobe Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen, wie sind denn dann Ihre Anreize zu fahren? Dann fahren Sie, wie Sie möchten, und das ist im Durchschnitt nicht so sicher, wahrscheinlich. Das heißt, es gibt dann keinen Anreiz mehr, richtig vorsichtig zu fahren. Okay? Deswegen ist grobe Fahrlässigkeit in der Regel ausgeschlossen, weil die Versicherungsnehmer dann keinen Anreiz hätten, sich vorsichtig zu verhalten. Denn die Versicherung würde ja sowieso zahlen. Okay? Dieses Problem nennen wir Moral Hazard. Und darauf gehen wir gleich nochmal ein. Ah, mir ist noch ein gutes Beispiel eingefallen, was nicht versichert ist. Atomkraftwerke. Sie finden keine Versicherung, die Ihnen ein Atomkraftwerk versichert. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit des Schadens sehr, sehr, sehr gering ist, ist dann der Schaden, der entsteht, natürlich gewaltig groß. So, hier haben wir jetzt aufgelistet Faktoren, die dazu führen, dass eine Versicherung eher billiger wird, und andere Faktoren, die dazu führen, dass eine Versicherung eher teurer wird. Ein Faktor, der eine Versicherung eher billiger macht, ist, wenn wir eine große Zahl von Risiken haben, einmal damit wir eine gegenseitige Versicherung erreichen können oder die Argumentation erreichen können, aber auch um bestimmte Größenvorteile in Bezug auf die Verwaltungskosten zu realisieren. Okay? Wenn wir eine große Anzahl von Risiken haben, dann ist die Versicherungsgesellschaft auch eher größer und dann kann man Skalenvorteile bei den Verwaltungskosten ausnutzen. Okay? Ein anderer Faktor, der eine Versicherung eher billiger macht, ist Unabhängigkeit der Risiken. Klar, jeder Fall muss für sich genommen ein Risiko darstellen. Wenn die aber irgendwie zusammenhängen, dann ist das Risiko ja auch zusammenhängend. Ne? Und dann können wir nicht mehr Risiko streuen, weil alles das gleiche Risiko ist. Und noch ein Faktor, der Versicherung billig macht, ist Gleichartigkeit. Was ist damit gemeint? Stellen Sie sich wieder vor, Sie wären ein Versicherungsgeber. Würden Sie lieber ein Risiko versichern, das ganz häufig immer in gleicher Höhe auftritt, oder Gesundheit, oder lieber ein Risiko, das im Erwartungswert gleich ist, aber mal einen ganz niedrigen und mal einen ganz hohen Schaden bringt? Klar, Sie würden viel lieber das gleichmäßige Risiko versichern, denn die Abwicklung ist viel leichter, wenn die Risiken gleichmäßig verteilt sind. Denken Sie allein an die Vertragsform. Wenn Sie wissen, die Risiken sind immer gleich verteilt, dann können Sie zum Beispiel einen Standardvertrag benutzen und dann wird die Versicherung insgesamt auch eher billiger. Das sind jetzt beispielhafte Faktoren, die eine Versicherung eher billig machen. Wir schauen uns jetzt noch ein paar Faktoren an, die eine Versicherung eher teuer machen. Einen haben wir schon erwähnt, Moral Hazard, und der andere heißt adverse Selektion. Moral Hazard kann man versuchen zu übersetzen als die Versuchung der Moral. Und zwar hier von den Versicherten. Warum sage ich das? Weil das Problem des Moral Hazard ist nicht nur beim Thema Versicherung relevant, sondern bei allen Problemen, bei denen das Verhalten einer Vertragspartei nicht vollständig beobachtbar ist.
Okay? Und wenn Sie das mal einsinken lassen, dann ist es eigentlich fast immer relevant. Ne? Denn es ist selten in der Realität so, dass, wenn Sie einen Vertrag schließen, das Verhalten der anderen Partei perfekt beobachtbar ist. Okay? Die Grundidee ist folgende. Erstens, klar, wir haben eine Versicherungsgesellschaft, die Risiken übernimmt. Zweitens, das Verhalten des Versicherten ist nicht beobachtbar. Okay? Per Annahme. Denken Sie an Ihre Kfz-Versicherung. In den meisten Fällen kann Ihre Versicherung nicht genau zeitgenau beobachten, ob Sie vorsichtig fahren oder nicht. Okay? Aber um das Risiko einschätzen zu können, das Sie darstellen, also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Schaden verursachen, müsste der Versicherer eigentlich zu jeder Zeit beobachten, wie sorgfältig Sie fahren. Okay? Um eine perfekte Wahrscheinlichkeit abzuleiten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Versicherte die Folgen seines Handelns nicht tragen muss, zumindest nicht vollständig, denn er weiß ja, sein Handeln ist nicht vollständig beobachtbar. Wenn das aber so ist, dann wird der Versicherte unvorsichtiger. Das hatten wir eben schon abgeleitet. Bloß eben mit der groben Fahrlässigkeit als ausgeschlossener Schaden. Hier einfach abgeleitet über die Beobachtbarkeit. Wenn das Verhalten des Versicherten unbeobachtbar ist, dann weiß er das, wird sich unvorsichtiger verhalten. Und das weiß wiederum der Versicherungsgeber. Sein Risiko steigt. Das Risiko, die Wahrscheinlichkeit, dass der Versicherungsgeber irgendeine Leistung auszahlen muss, dadurch, dass sie einen Schaden verursacht haben, das Risiko steigt. Und um das zu kompensieren, muss der Versicherungsgeber die Versicherung teurer machen. Jetzt sind Versicherungen natürlich nicht dumm. Es gibt schon Versuche von Versicherungen, das Risiko irgendwie realistisch einzuschätzen. Deswegen haben Versicherungsverträge auch so viele Seiten. Zum Beispiel Leute, die zwischen 9.000 und 12.000 Kilometer pro Jahr fahren, sind typischerweise durch ein niedriges Risiko gekennzeichnet. Warum? Diese Leute fahren erstens relativ wenig, aber trotzdem genug, um in Übung zu sein. Okay? Wenn sie drunter kommen, steigen ihre Beiträge, weil angenommen wird, dass sie nicht genug Übung haben. Wenn sie deutlich drüber kommen, steigen ihre Beträge auch, weil sie einfach so viel im Straßenverkehr sich aufhalten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden passiert, höher wird. Wenn Sie Ihr Auto in einer Garage unterstellen, ist die Haftpflichtversicherung billiger, als wenn Sie das Auto auf einem freien Platz auf Ihrem Grundstück abstellen. Warum? Warum ist die Kfz-Versicherung billiger, wenn Sie eine Garage haben? Die Garage bietet zusätzlichen Schutz. Wovor? Vor Umwelteinflüssen. Zum Beispiel Hagelschäden. Bitte? Hagelschäden zum Beispiel. Oder Vandalismus. Ja. Das ist falsch. Bei der Haftpflicht geht es um die Schäden, die Sie verursachen. Okay. Kommilitone? Ja, das wollte ich auch sagen. Die Haftpflicht nur Fremdschäden. Aber was hat das mit der Garage zu tun? Warum nimmt die Versicherung an, dass Sie ein geringeres Risiko darstellen, wenn Sie eine Garage haben? Leute, die eine Garage haben, sind grundsätzlich vorsichtiger. Genau, das wird angenommen und da gibt es empirische Untersuchungen zu. Wenn Sie eine Garage haben, dann sind Sie mit einer höheren Wahrscheinlichkeit jemand, der vorsichtiger fährt, weil Sie Ihr Auto mehr wertschätzen. Okay? Im Durchschnitt stimmt das. Wenn Sie in den Versicherungsvertrag schauen, sehen Sie auch zum Beispiel, dass Hauseigentümer geringere Beiträge zahlen als Leute, die auf Miete wohnen. Okay? Es scheint irgendeinen Zusammenhang zur Vorsicht zu geben. Den haben die Versicherungen irgendwann empirisch rausgefunden und nutzen das in ihren Verträgen natürlich aus. So, das ist der eine Punkt, Moral Hazard. Da geht es also eher um das Verhalten. Bei dem zweiten Punkt, adverse Selektion, geht es um die Eigenschaften des Versicherten. Zur Erinnerung, Gesundheit. Auch hier geht es um Faktoren, die die Versicherung teurer machen. Was ist hier die Grundidee? Es geht hier um die
ungünstige Auswahl, das ist quasi die Übersetzung der adversen Selektion, die ungünstige Auswahl von Versicherten. Okay? Also das Risiko, dass ich als Versicherer vor allem Versicherungsnehmer erwische, die schlechte Risiken darstellen. Okay? Auch das ist ein Problem, das wir auf alle Situationen anwenden können, wo das Verhalten der einen Vertragsseite nicht vollständig beobachtbar ist. Auch hier können Sie an Kfz-Versicherungen denken oder von mir aus Krankenversicherungen. Auch hier nehmen wir an, wir haben einen Versicherungsgeber, der die Risiken übernimmt. Und der Versicherungsnehmer selber, also Sie kennen Ihre Risikoeigenschaften schon. Sie wissen, ob Sie gesund sind oder nicht, im gewissen Erwartungswert. Sie wissen, ob Sie ein vorsichtiger Mensch sind oder nicht. Ne? Sie wissen, wie Sie Auto fahren. Wir haben also eine ganze Bandbreite von verschiedenen Versicherten mit ihren unterschiedlichen Risikoeigenschaften. Ne? Also wir haben Leute, die sehr vorsichtig sind, die stellen geringe Risiken dar. Wir haben Leute, die halt gerne 180 fahren. Das sind eher hohe Risiken. Das Problem ist, der Versicherungsnehmer kann auf ihrer Stirn nicht ablesen, was ihre individuelle Risikoeigenschaft ist. Ne? Er kann sich nur am Durchschnitt orientieren. Ne? Er kann erheben, was das durchschnittliche Risiko ist, nämlich an Unfallstatistiken. Und daran orientiert er auch seinen Preis der Versicherung. Das heißt aber auch, dass sich die Versicherung für die Leute, also nochmal, der Versicherungsnehmer orientiert sich am Durchschnitt und richtet seinen Preis auch am Durchschnitt des Risikos aus. Okay? Und der Durchschnitt liegt irgendwo in der Mitte. Aber wir wissen ja, einige Leute sind ein geringeres Risiko. Und für diese Leute mit besonders niedrigem Risiko, die besonders sorgfältig sind, für die lohnt es sich nicht mehr, die Versicherung abzuschließen, weil ihre Zahlungsbereitschaft unter diesem Preis der Versicherung jetzt liegt. Okay? Das heißt, die besten Risiken fallen aus dem Markt raus, dann steigt aber wieder der Durchschnitt des Risikos. Das heißt, die Versicherung muss wieder den Preis anpassen, wenn sie sich am Durchschnitt orientiert, dann fallen wieder die besseren Risiken raus und so weiter, bis kein Nachfrager mehr übrig ist im Extremfall. Im Extremfall bricht der Markt komplett zusammen. Wenn wir nicht im Extremfall sind, wird die Versicherung einfach teurer dadurch. Deswegen ist adverse Selektion ein Grund, warum ein Faktor der Versicherung teurer macht. Okay? Da ist nochmal die Feedback-Schleife. Übrigens ein ganz, ganz, ganz berühmtes Resultat, für das es auch einen Nobelpreis gab. Wir haben jetzt zwei Probleme kennengelernt, zwei Faktoren, die Versicherungen teurer machen, Moral Hazard und adverse Selektion, oder wenn wir auch da beim englischen Begriff bleiben, Adverse Selection, ist egal. Okay, nur damit wir noch sicher gehen, das verstanden zu haben, könnten Sie sich denn eine Versicherung vorstellen, die Sie wegen Moral Hazard nicht aufbauen könnten? Was wäre denn, wenn wir versuchen, den Gewinn eines Unternehmers zu versichern? Würden Sie das als Versicherungsgeber machen? Wir wollen den Gewinn eines Unternehmers versichern. Wie würde so eine Versicherung denn überhaupt aussehen? Oder wie würde die denn theoretisch funktionieren, wenn wir den Gewinn eines Unternehmers versichern wollen? Ja. Genau, man geht von einem erwarteten Gewinn aus, versichert den, das heißt, der Unternehmer zahlt einen bestimmten Versicherungsbeitrag und hat dafür einen garantierten Gewinn. Okay, das wäre eine Gewinnversicherung, zumindest theoretisch. So eine Versicherung kann sich für einen Versicherungsgeber natürlich nicht lohnen. Denn sonst, wenn es sich lohnen würde, dann würde fast jeder Unternehmer so eine Versicherung abschließen. Warum? Der Unternehmer, wenn sein Gewinn versichert ist, hat natürlich keinen Anreiz mehr, gewinnstrebend zu handeln. Ne? Denn, und das ist eigentlich, ne, die grundlegende Motivation eines Unternehmers.
Das heißt, sobald diese Versicherung abgeschlossen ist, wird er nicht mehr gewinnsteigernd handeln. Das heißt, im Durchschnitt muss die Versicherung immer draufzahlen und die Versicherung weiß das und wird so eine Versicherung nicht abschließen. In anderen Worten, das Problem des Moral Hazard wäre hier so groß, dass keine Versicherung zustande kommt. Okay, wir haben jetzt viel über Versicherung geredet, aber es ging ja eigentlich um ökonomische Analyse des Vertragsrechts. Was heißt das jetzt alles also für den vollständigen Vertrag? Sie wissen noch, was der vollständige Vertrag ist. Das ist der Vertrag, den vollständig rationale, eigennutzmaximierende Parteien bei vollständiger Information und Abwesenheit von Transaktionskosten schließen würden. Das ist der hypothetische Vertrag. Wie sieht jetzt also ein vollständiger Vertrag aus in Bezug auf Leistungsstörungen und unter Rücksicht auf das, was wir eben besprochen haben? Für den Fall, dass ein Schaden entsteht, fragen wir als allererstes, wer kann den Schaden am billigsten vermeiden? So, und dann fragen wir uns nach Learned-Hand-Kriterium, ist dieser billigere Vermeidungsaufwand auch erforderlich? Und wenn einer den Schaden billig genug vermeiden kann, dass es sich lohnt, dass es also effizient ist, dann sollte der auch den Schaden tragen, denn er hätte ja damit auch genug Anreiz, den Schaden zu vermeiden. Das ist nichts anderes als das Least-Cost-Avoider-Prinzip, das wir in der letzten Sitzung gesehen haben. Und wenn wir einen Least-Cost-Avoider gefunden haben, dann ist Schluss mit der Prüfung. Wenn wir keinen Least-Cost-Avoider finden, weil die Schäden nicht ganz vermeidbar sind oder weil nach Learned Hand selbst die billigste Schadensvermeidung nicht lohnend ist, dann prüfen wir weiter. Wie kann man den Schaden am billigsten versichern? Das hängt wiederum davon ab, ob bei der einen oder der anderen Vertragsseite ein Problem des Moral Hazard besteht oder der adversen Selektion oder vielleicht beides, ob eine Vertragsseite immer Verträge dieser Art abschließt und so weiter und so weiter. Mit anderen Worten, wenn die billigere Möglichkeit, den Schaden zu versichern, also wenn die Seite, wenn wir eine Vertragsseite ausgemacht haben, die den Schaden billiger versichern kann, dann müssen wir uns auch fragen, ob das auch ökonomisch gerechtfertigt ist, also nach Learned-Hand-Kriterium. Und wenn das so ist, dann sollte die Vertragsseite den Schaden versichern, die Vertragsseite sollte haften, die den Schaden billiger versichern kann. Okay? Und Sie sehen, das ist ganz analog zum Least Cost Avoider. Nennen wir das jetzt den Cheaper Insurer oder den Cheapest Insurer. Und das muss aber nicht unbedingt sein, dass wir jemanden finden, der ökonomisch sinnvoll die Versicherung billig abschließen kann. Und wenn wir dann niemanden finden, dann suchen wir nach dem sogenannten Superior Risk Bearer und das ist nichts anderes als derjenige, der den Schaden besser verkraften kann. Okay? Wenn also niemand ökonomisch sinnvoll den Schaden vermeiden kann und niemand im Vertrag den Schaden ökonomisch sinnvoll versichern kann, dann sollte die Seite den Schaden tragen im Schadensfall, die den Schaden besser verkraften kann. Wer ist das? Oder was für Faktoren spielen da eine Rolle? Zum Beispiel ist das die Vertragspartei, die das Schadensrisiko besser einschätzen könnte? Oder die Seite, die ein geringeres Insolvenzrisiko hat? Nicht aber unbedingt die reichere Seite. Okay? Das ist nicht synonym. Also der Superior Risk Bearer ist nicht unbedingt die Seite, die reicher ist. Deswegen steht hier kein Deep Pocket Approach. Denn dafür, welche Seite den Schaden besser verkraften kann, sind unter Umständen andere Kriterien ausschlaggebend. Was haben wir heute behandelt? Wir haben uns unterhalten immer noch über Vertragsrecht. Wir waren immer noch in der zweiseitigen Schadensverursachung, aber es ging heute darum, was ist, wenn Schäden nicht komplett vermeidbar sind. Dann kann man eventuell versichern. Und wir haben uns angeschaut, warum Versicherungen aus ökonomischer Sicht zustande kommen, warum die Kapitalgesellschaft per Annahme risikoneutral ist
und was das Ganze für den vollständigen Vertrag bedeutet. Und wie immer gilt, wenn Sie Fragen hierzu haben in der Nachbereitung, zum Inhalt der Vorlesung oder Inhalt der Tutorien, einfach die Frage im Diskussionsforum stellen. Vielen Dank.